beichtbar war. Hallo zusammen, heute kommen die Ergebnisse aus der Region Urdur. Soweit ich weiß, handelt es sich hierbei um einen Aseri-Türke. Von Wahudo her wird es auch eigentlich gespiegelt. Wenn man jetzt die Kaschkwai anschaut, was auch ein Turkvolk im Iran ist, dann Aserbaidschani und auch ganz oben Tat. Das sind ethnische Gruppen, die sich in dem Gebiet um das Kaspische Meer, im iranischen Raum, im Raum von Aserbaidschan sich befinden. Was jetzt aber super interessant ist, also die Werte sind jetzt, so würde ich jetzt sagen, jetzt gar nicht so auffällig, die autosomale DNA. Aber die Haplogruppe ist schon der Hammer. Also das habe ich zum ersten Mal gesehen, darum mache ich auch jetzt hier ein Video draus. Und zwar hat derjenige eine D-Mutation und diese D-Mutation ist eine typische ostasiatische Haplogruppe, die sogar bei den Urvölkern oder Ureinwohnern von Japans festgestellt worden ist. Es ist eine sehr alte Mutation. Hier seht ihr, das ist das Volk der Jomon oder Jomon, je nachdem wie es ausgesprochen wird. Und ihr seht auch, dass diese Hauptgruppe eigentlich so eine Hochburg in Japan hat. Dann interessanterweise in China 5%. Hier gibt es dann nochmal, wo war das hier jetzt? Kurz ein bisschen größer machen, dann sieht man das auch. Hier, glaube ich, Tibet ist das, oder? Nee, in Bhutan. In Bhutan 14%, dann in Turkmenistan 3%. Jetzt im Iran gibt es keinen Referenzwert, in der Türkei weniger als 1%. Aber auch interessant in Rumänien. Da glaube ich, dass es die Gagaus-Türken sind, die Träger dieser Haplogruppe. Aber ist wirklich eine sehr seltene ostasiatische Mutation und die auch uralt ist. Also diese Mutation ist vor Christus 38.000 Jahre entstanden. Und jetzt möchte ich noch mal kurz was noch zu diesem, das war's eigentlich schon. Gut, ich zeige euch noch was kurz. Nämlich hier kurz noch Eurogains K13, die Auswertung. Und da seht ihr tatsächlich, ist ja nicht immer so, dass der Kalkulator gut funktioniert. Hier wird schon als erstes Aseri oder Aseri-Türke, je nachdem, Türke und dann Iraner, Kurde angezeigt. Und man sieht hier eben, wenn man sich wieder die ostasiatischen Werte anschaut, da hat er hier 5, ja 6, ungefähr 6, 7 Stück, also 6, 7%. Aber interessant, das wollte ich halt eben sagen, gerade bei Turkvölkern können die Haplogruppen sehr differenzial sein oder differenziert sein. Aber das ist auch eben das Besondere. Okay, bye bye, ciao, ciao.